herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Heute geht es weiter mit dem Sportfestival und ja, wir sind hier bei Linda und Alex, denn heute geht es weiter mit der Story. Mal gucken. So ein Wettrennen macht einen den Kopf wieder frei, finde ich. Also, was meinst du? Sollen wir uns in diese Reitgruppe einschleusen? Why not? Es gibt eine Sache, über die ich mir ein wenig Sorgen mache. Wenn ich in Sabines Nähe bin, kann ich mich vielleicht nicht mehr beherrschen. Ich würde sie am liebsten umblitzen. Nur ein kleiner Blitz. Aber ja. Ich würde ihr einen verpassen wollen. Oh, guter Punkt. Ich will gar nicht wissen, wie ich reagieren würde, wenn ich ihr gegenüberstünde. Nicht nach allem, was sie getan hat. Was hältst du von dem Gedanken, Sabine gegenüberzutreten? Ich tue es für die Bewahrer Edins, ich mach das. Sie machen mir keine Angst. Wie es aussieht, bin ich die Einzige, die das noch übernehmen kann. Ich mach das. Sie macht mir keine Angst. Sabine hat keine Chance gegen dich. So viel steht fest. Linda hat recht. Außerdem ist sie so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie deine Beweggründe niemals erahnen würde. Viel Glück, Geheimagentin Evis. Und ja, wir bekommen hier Erfahrungspunkte für uns. Hallo Sabine. Oh, die Szene aus dem Trailer. Aha. Boah, die ist so geil, oh mein Gott. Sieh an, wer mich da beehrt. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Du bist ja offensichtlich nicht hier, um dich mir anzuschließen. Dann verschwinde mal wieder, Evis. Ja, natürlich weiß ich, wie du heißt. Ich weiß alles über dich. Was willst du denn nun eigentlich von mir? Hör auf, diese arme Reiterinnen zu quälen. Ganz schön mutig von dir, dich hier blicken zu lassen. Ich bin nur neugierig. Weißt du, warst du in letzter Zeit viel im Fitnessstudio? Oh mein Gott. Ich bin nur ganz schön mutig oder bin nur neugierig? Ich bin nur neugierig. Interessant. Hast du dich mit einer deiner kleinen Freundinnen gestritten? Du wirkst mir eigentlich nicht wie jemand, der gegen den Strom schwimmt. Ich biete diesen Reiterinnen eine Alternative zu den gefühlsduseligen Kitschclubs, die auf der Insel gerade um sich greifen. Nicht jede ist auf der Suche nach einem ach so süßen, Freundschaftsarmbänder tragenden BFF. Küsschen-Küsschen-Club. Meine Güte. Natürlich können die es nicht mit mir und Khan aufnehmen. Das hätten sie wohl gerne. Was überrascht es dich, dass ich nicht alles für mich behalte? Glaubst du nicht, wenn ich etwas von dir und deinen Freundinnen verbergen wollte, würde ich subtiler vorgehen? Tja, also wenn du mich schon nicht in Ruhe lässt, kannst du dich auch nützlich machen. Unterhalte mich, Evis. Du reitest immer mit diesem Aidin-verrückten Soulrider herum. Aber hast du das Zeug dazu, ein Reitniveau zu erreichen, von dem die meisten nur träumen können? Aha. Zeig mir, was du drauf hast. Mach nach, was diese Reiterinnen tun und zeig mir, wie weit deine Reitkünste reichen. Wenn du mich beeindruckst, bin ich eventuell zu einem Rennen bereit. Na, würde das nicht Spaß machen? Okay. Ja, diese zwei Reiterinnen reiten hier
wie irre. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. So überneugierig, Gutmenschen, wie du einer bist, sind einfach zu leicht rumzukriegen. Du glaubst, du bist anders? Dann beweise es. Nein, kein Dressurreiten. Ich glaube, das hast du einfach nicht drauf. Zeig mir, was du auf der Sprungstrecke kannst. Gib alles, wenn du es ordentlich hinbekommst, gebe ich dir vielleicht eine zweite Herausforderung. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das knapp mit den Wendungen. Das hat Sabine natürlich nicht gesehen. Ah, meine Güte, sind die hoch. Glückwunsch, du hast es ins Ziel geschafft. Was erwartest du? Applaus? Dafür musst du schon mehr leisten. Ja, gut. Du hast den ersten Test bestanden, aber wie sieht es mit dem zweiten aus? Die meisten Reiterinnen, die sich da herangewagt haben, sind gescheitert. Und du? Reite im Slalom um die Stangen. Hier kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Oh Gottchen, Göttchen. Oha! Die werden ja immer enger. Das hat auch wieder Sabine nicht gesehen. Quick Boy, bitte hilf mir! Sei bei mir. Alter, diese Stangen haben ja schon eine riesige Mauer um sich. Unsichtbare Mauer, natürlich. Ja, natürlich muss ich wieder zurück, ne? Alter! Aggressionen! Gottchen. Ich schaff's, ne? Irgendwann. Irgendwo, irgendwie. Alles klärchen. Bin ich jetzt fertig? YOLO! Wo ist die jetzt? Ach, da. Oho, du hast es geschafft. Vielleicht hast du von diesen Druiden ja doch das eine oder andere über das Reiten gelernt. Mhm, Druidentraining zählt sich aus. Das war nur zum Warmwerden. Der nächste Test ist die eigentliche Prüfung. Mhm. Beweise dich hierbei und ich nehme dich vielleicht doch ernst. Aber lass uns zuerst eine Sache besprechen. Es ist schon traurig, oder? Diese jämmerlichen Schauspiel auf eines Festivals. All diese Dekorationen und die lächelnden Mienen. Das gehört doch alles zu einem trickreichen Plan. Fadenscheinig wie nasse Pappe. Sieh mal genauer hin. Was fällt dir dann auf? Die GED zerstört nach wie vor die Umwelt. Pumpt das Öl aus die Felder und nimmt sich das Land, das ihr nicht gehört. Die Reitclubs tun so, als seien sie gastfreundlich und hilfsbereit, aber in Wirklichkeit gehen sie sich gegenseitig auf die Gurgel. Manche nennen das vielleicht Rivalität, aber in Wahrheit ist es schlimm, schlichtweg Missgunst. Wie sie überall auftauchen mit ihrer "Ich bin ja so ein liebes Mädchen"-Attitüde. Oh, unser Reitclub ist der allerbeste. Wir sind eine Familie. Puh, davon wird mir spielübel. Beiübel.
Was dieser Insel fehlt, ist ein richtiger Reitclub. Einer, in dem die Leute beweisen können, was sie drauf haben. Zusammen reiten und zusammen untergehen. Da hat sie nicht so ganz unrecht. Wenn es doch nur... Ach, vergiss es. Das tut nichts zur Sache. Jorvik ist ein dunkler Ort, aber alle tun lieber so, als wäre das nicht so. Und leben ihrer kleinen Lüge. Lügen. Kleinen. Und leben ihre kleinen Lügen. Sie bleiben lieber in ihrer Fantasieblase und meiden jeden, der anders denkt. Wie wäre es, wenn wir sich wachrütteln? Also, ich bin nicht gut im Lesen, aber Star Stable, ein paar Fehler machen sie auch. Wie wäre es, wenn wir sie wachrütteln? Holen wir sie aus ihrer scheinheiligen Welt und geben ihnen einen Einblick in die Realität. Ich sage damit nicht, dass du das Festival sabotieren sollst. Ich sage dir überhaupt nicht, dass du irgendwas tun sollst. Aber ich frage dich etwas. Willst du einfach nur da sitzen und diese vorgetäuschte Zufriedenheit ertragen? Oder willst du so auf die Pauke der Wahrheit hauen, dass sie nicht wissen, wie ihnen geschieht? Was ihnen geschieht eigentlich, aber... Okay, das will ich, danke dir. Sag einfach Bescheid, oder wir tun so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden und du rennst zurück zu deinen Freundinnen. Ja, aber ihr Lieben, das war's jetzt wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns morgen wieder für die nächste Folge und sehr wahrscheinlich auch die letzte. Es wird auch noch eine Folge geben, wo ich die Marken eintauschen werde, wie ich auf diesem Account schon gemacht habe, wie ihr sehen könnt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und pusht den Like-Button und kommentiert etwas, sodass der YouTube-Algorithmus mich wieder bemerkt und meine Videos ein bisschen mehr den Leuten zeigt und ich ein bisschen mehr Reichweite bekommen könnte. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin macht's gut. Bye, bye! Thank you.